Hallo meine Lieben und willkommen zu einem weiteren Celebrations Video hier auf meinem Kanal. Ich habe lange drauf gewartet, ich habe es schon vor längerer Zeit angekündigt. Jetzt öffnen wir heute endlich ein Mini-Tin-Display aus Celebrations. Wir haben in diesen Tin-Boxen, in diesem Display alle Starter aus sämtlicher Generation, heißt 8 Boxen insgesamt. Und wir fackeln gar nicht lang, meine Lieben. Wir wollen gar nicht so große Reden schwingen. Die Videos sollen nicht ins Unendliche gezogen werden. Wir haben hier auf jeden Fall die Pikachu als Starter auch mit dabei. Wir haben in jeder Box eine 25 Jahre Coin. Zustand mal mehr oder weniger gut, habe ich mir schon sagen lassen, von denjenigen, die es schon ausgepackt haben. Wie in den Mini-Tins vorher auch immer ein kleines Sammelbild dabei, was nachher jetzt komplett ein Ganzes ergibt. Und wir haben 3 Booster. Zweimal Celebrations und einmal Farbenschock. Das Farbenschock würde ich beiseite packen, falls es für euch okay ist. Ihr könnt mir gerade nicht antworten, deswegen entscheide ich das jetzt einfach selbst. Und ich packe das auf Seite, damit wir das mal in einem Stream oder einfach random am Booster oder wie auch immer öffnen können. Apropos Stream, meine Lieben, folgt mir gerne auf Twitch, wenn ihr auch gerne mal in einem Livestream. Zum Beispiel werden wir am 19. November Pokémon Strahlender Diamant streamen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut da rein und dann werdet ihr mit dabei sein. Ist immer sehr, sehr witzig, macht sehr viel Spaß und ist sehr angenehm. Leider im ersten Booster kein Packluck, aber leicht im zweiten. Ich habe gehört, manche, die so ein Tin-Display geöffnet haben, haben dadurch sehr, sehr viel in ihrer Sammlung hinzufügen können. Das wünsche ich mir natürlich für uns auch. Schon wieder Ho-Oh haben wir eben nicht auch mit Ho-Oh angefangen. Das wünsche ich mir für uns natürlich auch. Wir haben den guten Professor, den falschen Professor. Ei, hallo. Und ein Service Pikachu. Doppel-Hitpack ist am Start. Sehr, sehr nice. Gen Nummer 2. Meine absolute Lieblingsgeneration. Mein absoluter Lieblingsstarter Feuerriegel. Und auch hier haben wir meine Coin. Und wieder ein wunderschönes Bild dazu. Wir beide werden uns am Ende vielleicht auch mal zusammenpacken, um zu sehen, wie es ausschaut. Und noch einmal Farbenschock. Und ich freue mich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich bin eigentlich schon gespannt auf Legenden Arceus. Muss dazu sagen, auch ich bemängel die Grafik sehr, ja. Aber alleine, dass da Feuerriegel drin ist, muss ich sagen, ist ein Grund, wo ich sage, ich werde diesem Spiel auf jeden Fall... Oh Leute, bitte, lass es ein Turtok sein. Das fehlt uns noch. Bisaflor liebt mich einfach. Es liebt mich einfach. Aber hey, es ist ein Starter. Es ist eine Base-Karte. Es ist sehr, sehr strong. Langsam verstehe ich, warum Bisaflor nur so... Nani? Und ich schmeiße es immer weg. Es tut mir so leid. Alles gut, alles gut. Langsam verstehe ich, warum Bisaflor auf Card Market nur so unter zwischen 10 und 15 Euro geht. Okay, nice. Und noch ein Booster. Aber hey, wir werden mal so beide die Tins immer separat legen, sodass wir wissen, was haben wir aus einer Tin an Pull-Rate gehabt. Sehr gut zu wissen, wie ich finde. Oh, ich habe nichts gesehen. Aber ein Kyogre. Ho-Oh, schade, Lugia und Lunala. Die Höhenregion. Viele mögen die dritte Gen nicht. Ich frage mich, warum. Ich mag die dritte Gen super gerne. Ich mag alle Starter. Ich tue mich immer wieder schwer, mich für einen zu entscheiden, weil ich finde sie einfach alle cool. Und ich verstehe nicht, warum diese Generation so verhasst ist. Was ist eure Lieblingsgeneration? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und vor allem, was ist euer Lieblingsstarter? Seid ihr klassische Pikachu-Fans? Oder sagt ihr so, ich habe so den und den Starter, den mag ich am liebsten. Ja, Cosmowurm, bitte. Gönn für die Sammlung, Palkia. V-Max, ein fliegendes V-Max-Pikachu. Ich mag die Karten sehr gerne. Ich mag die Karten sehr, sehr gerne. Bringt uns nur leider nicht in der Sammlung voran. Wir haben ja noch ein zweites Booster. Pullrate, Protin, ein Hit auf jeden Fall bisher. Also keine Tinbox hat uns bisher enttäuscht. Wir haben bisher, ja, wenn die jetzt noch ein Vintage-Hit, so nenne ich es mal, gönnt, dann hatten wir bisher in jedem, nee, leider nicht, aber nochmal ein fliegendes
Pikachu, passend zur Mimix. Gen 4, Sinnoh. Oh Gott, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ab Gen 5 wird es schwierig. Ich habe ewig die alten Generationen nicht mehr gespielt und dementsprechend bin ich auch eine, die dann anfängt, Namen zu vergessen. Sei es Namen von der Region, Namen von Trainern sowieso. Ich kann mir keinen Namen merken von den Protagonisten, die da drin mitspielen, weil nach 8 Generationen und 100 Namen gefühlt, mein Gedächtnis ist da ganz schlimm, funktioniert gar nicht. So, wir haben ein Ho-Oh. Palkia. Oh, wir haben etwas. Den Vorstand, again, der Oak und der Vorstand plus Bisaflor verbünden sich alle gegen mich und wir haben noch ein wunderschönes Pikachu Full Out mit diesem süßen Rauch wieder im Hintergrund. So, Last Pack Booster. Und dann haben wir die Hälfte des Tin... die Hälfte des Tin-Displays schon rum. Oh Gott, jetzt wird es schwierig mit Stadtnamen und Regionennamen. Oh, Ho-Oh. Xerneas, Yveltal und Lunala. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es echt nicht mehr. Bitte judge mich nicht. Aber auch hier, Floink mag ich leider so von den Startern alle süß. Floink mag ich nachher von der Endentwicklung her am wenigsten. Steht hier nicht, wo die herkommen? Steht nicht, wo die herkommen. Oh mein Gott. Carlos ist es nicht, oder? Carlos ist, glaube ich, Gen 6. Nee, Gen 6, glaube ich. Nee, Gen 6 ist Alola, oder? Hä? Gen 6 ist... Nee, warte mal. Gen 6 ist X und Y. Gen 7 ist Alola. Ach du heilige Leute. Das ist ja ein Albtraum. Imagine Pokémon-Fans sein. Cosmog. Yveltal. Komm, gönn was mir noch fehlt. Leute, kennt ihr einen einzigen, der das öffnet und wirklich jede Karte, die er hat, nochmal zieht, immer und immer wieder, immer und immer wieder? Kennt ihr jemanden, dem das auch ständig passiert? Wenn ja, bitte lasst es mich wissen. Ich fühle mich langsam verzweifelt, weil ich ziehe alles doppelt. Es sind ultraschöne Karten, aber was soll ich mit 4 mal Lux dran? Nicht so traurig. Es ist wirklich ein bisschen sad. Ja, darf ich sagen. Nach 4-mal Luxtra darf ich das sagen. Und wenn jetzt noch ein Bisaflor kommt, dann darf ich auch darüber traurig sein, weil 4-mal Bisaflor braucht auch kein Mensch. Okay. Cosmobum. Palkia. Oder auch gar nichts in dem Booster. Na gut, auch okay. So, Gen 6. Wir haben echt schon 8 Gens. Das ist so krank. Die kommen gar nicht mehr hinterher. Das ist wirklich crazy, vor allem am Anfang. Oh, die ist aber übelst mitgenommen. Vor allem am Anfang sage ich es noch so. Ja, wir haben 8 Tinboxen. Für jede Gen eine Tinbox. Nee. Und wundere mich jetzt. Was, wir sind schon bei Gen 8? Hä? Habe ich gerade eben gesagt, Gen 7 ist Schwert und Schild. Gen 8 ist Schwert und Schild. Gen 7 ist dann Alola. Gen 6 ist XY. Was ist XY nochmal? Wir haben die Carlos-Region. Wie heißt nochmal die Schwarz- und Weiß-Region? Ich glaube, ich komme da gerade drauf. Ich komme da gerade nicht drauf, Leute. Hakt mich nicht fest, ich werde es euch einblenden. So, komm. Wir haben zwar bisher in jeder Tin einen Premium-Hit gehabt, aber das muss anders werden, Leute. Das muss ich. Bitte. Zekrom. Reshiram. Wir haben noch etwas und schon wieder den falschen Professor Eich, den wir jetzt auch schon 8-mal gezogen haben und ein fliegendes Pikachu. So, meine lieben Leute. Oh, ist das süß, den Flamia, so süß. Wir sind jetzt bei der vorletzten Tin angekommen. Ich wünsche mir inständig, bitte, diese beiden Tins. Lasst mich bitte einen Hit haben, den ich noch nicht gezogen habe bisher. Haben wir nur Sachen gezogen, die ich alle schon habe. Alles Doppelpuls. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich tauschen soll. Aber ich glaube auch nicht, dass jemand ein Professor Oak gegen ein goldenes Mew tauscht oder so. So, ihr wisst, wie ich meine. Das wird ein bisschen kritisch. Und verkaufen lohnt sich tatsächlich auch nicht, da der Wert der Karten
wirklich, bis auf die Karten, die mir natürlich fehlen, sich nicht rentiert, dass man sagen kann, ich verkaufe meine Karten und kaufe mir die Karten, die ich brauche, weil durch die ganze krasse Hitrate und durch die Doppelpuls sinkt natürlich der Wert drastisch. Ich weiß noch, diese Full Art Pikachu Karten haben zum Release irgendwie 5, 6 Euro gekostet und sind jetzt bei 30 Cent. Oh, ich hab's jetzt schon versaut, Liam. Ich wollte den Code wegmachen. Oh nee, da ist noch was. Eine haben wir noch. Pi! Die habe ich leider mittlerweile getauscht. Aber hey, at least haben wir sie mal gezogen. Die süße Pi. Das süße Pi. So, Last Tin Magic. Let's go. Uppala. Das war eine Memion, bitte. Lass uns keinen Grund zum Weinen haben jetzt gleich. Ich möchte mich jetzt nochmal richtig freuen zum Abschluss. Ich möchte nochmal richtig sagen, ja, es hat sich gelohnt. Ja. Ich sag, wie es ist, Leute. Ich weiß, die einen denken sich, sei doch nicht so undankbar. Du ziehst ja immerhin überhaupt was. Ja, aber ich weiß nicht, wenn ihr fünfmal die gleiche Holo-Karte zieht, dann ist es so ein bisschen traurig. So, komm, let's go. Wir können noch was ziehen. Da kommt noch was. Und wenn es eine Level-X-Karte ist, Knackrack zum Beispiel, die fehlt noch. Los, wir haben ein Lugia. Wir haben nichts. Und wir haben ein surfendes Pikachu. Last Butcher. Last Butcher Magic. Okay. Ich habe ein nicht so gutes Gefühl, weil bisher war es so ein Hit. Manchmal auch zwei Hits, aber... Wir haben nochmal den Vorstand und nochmal das fliegende V-Max Pikachu. Also Leute, lasst euch eins gesagt sein. Also die Hitrate, ihr könnt euch eine Tin kaufen und ich weiß nicht, ich habe keine anderen Videos gesehen, aber die Hits sind da. Also ihr müsst ganz, ganz ultra viel Pech haben, wenn ihr wirklich nichts zieht aus den Tins. Es ist ein Hit da. Ob es die Hits sind, die ihr wollt, ist eine andere Frage. Wir haben wieder Doppelhits bis zum Umfallen. Leider keine einzige Karte für die Sammlung gezogen, was ultra sad ist, aber an sich eine sehr, sehr schöne Hitrate. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video mit Fiebern gefallen und ich wünsche euch noch einen angenehmen Resttag oder was auch immer ihr jetzt noch macht und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!